Bestens gestärkt und ausgeruht geht es weiter übers Land. Wir schlagen jetzt eine Richtung gen Nord ein, kann man so sagen. Hier gibt es eine Barre du Centre und eine prächtige kleine Kirche. Also so ein typisch Schmucker, Elsässer oder Vogesenort. Oh, was erblicken da meine trüben Augen? Rechts ein Altfahrzeughändler. Ja, das wird wohl eine längere Pause geben. Bernd hat da ja sein Herz dran verloren. Na, wenn das keine Kostbarkeit ist. Nur wer hat da das ganze Papier draufgelegt? Gott lässt keinen Zweifel, wie er heißt. Hier scheint die Post wohl ihr Headquarter zu haben. Ein Schmucker Haupt- oder auch Marktplatz, hier auf der linken Seite zu sehen. Immer wieder hier viel Blumenschmuck, Blumenkübel. Interessant, man macht was aus seinem Ort. Und hier rechts die Sapeur-Pompier, die örtliche Feuerwehr. Bebauung und Lift lassen darauf schließen, dass hier schon ein Wintersport-Hotspot zu verzeichnen ist. Und wir sehen gleich Gebäude, die das absolut beweisen. Naja, Wintersport in Frankreich ist ja immer was ganz Besonderes und meistens auch mit recht schrecklicher Architektur begleitet. Hier fahren wir richtig.
Auf die Route Kret ging es hier rechts ab. Aber wir kreuzen einfach nur und fahren wieder hinunter ins Tal. Denn die Route Kret sind wir auch schon recht häufig gefahren. Na, hoffentlich ist da kein kampfeslustiger Jungbulle dabei. Naja, der Stier vorne auf meinem Schutzblech würde ihn vielleicht abschrecken. Hinweis auf die Scheunleerung in Le Valtin. Le Valtin ist ein absolut malerisches kleines Örtchen. Es hat nur 73 Einwohner, aber eine Menge Touristen- und Publikumsverkehr, weil es so nett einfach hier liegt. Keine Tour durch die Vogesen, ohne eine Forststraße gefahren zu sein. Die Route Forestière sind normalerweise ausgesprochen pittoresk und oft auch ohne befestigte Fahrbahn. Dieses Sträßchen hier ist aber asphaltiert, aber sehr schmal, aber es ist uns keiner entgegengekommen. Aber etwas anderes an dieser Straße macht mich etwas nervös. In Schattenlagen hat die Straße in der Mitte einen grünen Bewuchs. Ja, so ein Biofilm. Ein bisschen Moos, ein bisschen, naja, etwas Grünes halt. Fünf Jahre vor dieser Tour bin ich auf einem solchen Film ausgeglitscht. Hab einen Highsider gemacht, hatte fünf Rippen. Hand und was weiß ich nicht alles gebrochen, Motorrad, war total Schaden. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Naja, aber hier ist letztendlich alles gut gegangen. Ich weiß ja, dass man diesen Mittelstreifen meiden sollte.
Mein Navi als auch ich sind total verwirrt. Ich denke, wir sind falsch, aber naja, schauen wir mal. Letztendlich waren wir doch ganz richtig und mussten dann eben noch mal eine kleine Wende machen. Naja, manchmal ist das ja so ein bisschen verrückt. Ein Kopfnicken lässt die Wanderer die Straße überqueren. Der Name des Ortes lässt es schon erahnen. Blei- und Silbervorkommen haben diesen Ort geprägt. Hier wurde bis ins 19. Jahrhundert entsprechend geschürft. Und der Ort hat sehr gut prosperiert davon. Und das gehört auch dazu. Eine absolut verwirrende Verkehrsführung. Einfach nur irre. Und anscheinend auch ein bisschen illegal. Und wir schrauben uns auf den nächsten Koll hinauf. Na, welcher wird's denn wohl sein? Das Wort Chabonnière weist auf entsprechende
Holzkohlefabrikation hin, die hier für kleine Eisenhütten, die in der Umgebung waren, genutzt wurde. Le Champ du Feu, auf Deutsch Hoffeld, heißt übersetzt, ja, Feld des Feuers. Vielleicht wurde hier die Holzkohle hergestellt. Der eingerüstete Turm sieht eigentlich so aus. Früher konnte man ihn auch mal besteigen und hatte von dort oben eine tolle Rundumsicht. Ob das heute noch geht, weiß ich nicht. Im Winter ist diese Gegend ein absolutes Langlauf-Eldorado. Man kann es ja schon sehen. So ein flaches Hochplateau ist relativ schneesicher und macht den meisten Langläufern auch besonders viel Spaß. Und im Sommer sind es die Wanderer und Motorradfahrer, die hier ganz viel Spaß haben. Ein paar Kilometer frisch gesplittete Fahrbahn sorgen für den einen oder anderen Schweißtropfen auf der Stirn. Aber wir haben ein Ziel, den Mont Saint-Odile. Der Odili-Berg liegt auf einer Höhe von 763 Meter über normal Null, oberhalb der Oberrheinebene und wird von Kloster Hohenburg gekrönt. Hier sorgt die Gendarmerie nationale für mehr oder weniger Ordnung. Es gibt hier eine ganze Menge Hinweise auf entsprechende Diebe, die Wertsachen aus Autos entwenden. Bernd ist auch ein bisschen selbstverliebt. Das Kloster und der Berg sind der bedeutendste Wallfahrtsort hier in den Vogesen. Und auch schicke Motorräder finden den Weg hierhin. Naja, das Kloster führt kirchliche Seminare durch und unterhält einen Hotelbetrieb. Und es ist gut besucht, wie wir sehen werden. Die heilige Odilie, Tochter eines fränkischen Herzogs, hat das Kloster im 7. Jahrhundert gegründet. Wir sind hier am St. Odilienberg. Ich denke mal, die meisten von euch werden schon mal hier gewesen sein. Der Blick, der jetzt kommt über das Rheintal, ist natürlich dramatisch schön. Im Hintergrund der Schwarzwald, da werden wir morgen hinfahren. Das hat schon was.
Und da kommt der Bernd Leff. Und so prachtvoll sieht es in dem kleinen Kapellchen aus. Auf dieser Terrasse haben wir dann noch etwas zu uns genommen und haben das Treiben beobachtet. Die Kirche habe ich dann auch noch besucht. So sieht es drinnen aus. Und hier komme ich nach erfolgter Andacht wieder hinaus. Es ist doch ein sehr ausgedehnter Komplex, den die Klosteranlage hier beschreibt. Auch ganz mächtig von dieser Warte aus gesehen. Dies ist übrigens die steile Abfahrt in Richtung Rheintal. Unterhalb des Klosters entspringt in einer Felsgrotte eine Quelle, deren Ursprung auf die heilige Odilie zurückzuführen ist. Der Sage nach schlug sie mit einem Wanderstab auf den Felsen, um einem Leprakranken zu helfen, der dort erschöpft ruhte. Dabei soll die Wunderquelle aus dem Felsen entsprungen sein. Die Quelle, deren Wasser die Heilung von Augenkrankheiten nachgesagt wird, trägt den Namen der heiligen Odilie. Mein Navi wollte, dass ich hier geradeaus weiterfahre, aber ich habe es besser nicht gemacht. Guckt euch mal das Schild an, jetzt wisst ihr Bescheid.
Am kommenden Tag wären wir hier nicht durchgekommen. Die Vogesenrallye. Wieder unterwegs auf der Weinstraße Richtung Süden. Das ist Frankreich. Immer wieder schöne kleine Steinbrücken. Herrlich! Das futuristische Gebäude hier gehört zu einem Industriepark. Ob es mit Wein zu tun hat, ich weiß es nicht. Ein Storchennest auf dem Stadttor. Kann's denn einfach schöner und romantischer sein? Guckt euch das an! Und hinaus aus dem Städel geht's auch wieder durch ein Stadttor. Klasse, pittoresk, schön. Thank you.
diesem stimmungsvollen Sonnenuntergang vom Vortage verabschiede ich mich von euch, denn hier ist jetzt mal Ende wieder des Tages 3. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet hattet und danke für eure Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass es nächste Woche Freitag weitergeht mit dem 2019er Elsass-Abenteuer. Diesmal geht's dann in den Schwarzwald. Bis dahin eine gute Zeit. Wünscht euch euer SE1 hat Spaß.